Hallo und herzlich willkommen zurück hier mit eurem Yuki Eisenherz bei Fallout 3. So, wir hatten das ja das letzte Mal das Problem. Ich hatte jetzt wieder so ein paar Content-Rechte, obwohl ich die Rechte eigentlich hatte und es online stellen durfte. Und so ein kleines paar Problemchen. Deswegen hat das hier alles etwas länger gedauert. Hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Was riecht hier so? Feuer? Feuer? Feuer! Papa! Feuer! Feuer! Hüpfen wir ihm hinterher! Ich bin das Flybaby! Oh, Licht! Und so. 9 Jahre später. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Das war doch deine Idee, oder? Sie wächst. Ach nee, das war ja sie. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, ich bin unhöflich. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Was? Ich bin so stolz auf dich. Scheiße, ich bin größer geworden. Junge Dame. Und nicht der schon wieder. Ich muss sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Ja. Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Oh, eine Bombe! Damit vertraut. Halt mal, morgen warum haben alle so eine? Erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Fertig? Oh Mann, du hast einen Pip. Oh, geh weg von mir. Ich wäre auch gerne 10. Tja, du bist aber noch 9, mein Freund, und hast noch keinen. Ja! So, ich habe jetzt gerade aus Versehen so ein bisschen wieder mich mitreißen lassen und da reingequackerlatscht. Quackerlatscht, ja. Oh, Level 1. Zu der Lautsprecheranlage, Internet und YouTube. Da weiß ich nicht, ob wir das dürfen, weil wegen, ja, Musikrechten und man kennt es aus GTA 5 schon, dass man es nicht darf. Ich werde das Radio irgendwann einschalten, wenn ich die Genehmigung habe, aber vorerst lasse ich hiervon die Finger. Es sei denn, das ist News Galaxy Radio. Ich muss da erst mich durchfühlen und gucken, ob wir das dürfen, ob wir das nicht dürfen. Hier haben wir eine lokale Karte, Weltkarte. Oh, man sehe nichts. Aufgaben. Erwachsen wird man schnell. Babyschritt haben wir abgeschlossen. Die Party genießen und mit den Gästen sprechen. Dann tun wir das mal. Amarta! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Wednesday is Bingo Night in Diner. Lost. Copy of Dean's Electronic. The sound, please return to Hut daneben. For Straw Day's Baseball Game in Atrium, we still need a shortstop to even out to the team. Mein Englisch ist sowas von Bits. Naja, wir machen hier mal weiter. Hast mich ausgetrickst. Hast mich ausgetrickst. Ich hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Oh, das ist eine Lüge. Wir bedanken uns einfach mal. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, Dekoration? Wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ein Date. Ist das eklig. Ich bin gierig, Herr, mit dem Geschenk. Okay. Eine letzte Frage. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognak. Ausgabe 14. Und ohne fehlende Sachen. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Im Ernst. Komisch, sich vorzustellen, dass er Comicbände liest. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist ja alles höchst verwirrend. Alles Gute zum Geburtstag. Ach, das ist der Gommes. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, kleines Fräulein. Der hat uns nichts zu sagen. Na, macht Spaß. Lady Palmer, der Aufseher. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen,
aus irgendeinem Grund. Natürlich mag sie mich, jeder mag mich. Das klingt eingebildet. Das hat sie gut gemacht. Ja, gut. Ja, wir sind eingebildet. Ich habe was anderes gehört. Aber vielleicht ist sie ein gutes Beispiel für dich. Du hast immer noch genug Zeit, um etwas aus dir zu machen. Ja, klar. So, die alte Lady Palmer lassen wir erstmal noch in Ruhe. Oh Gott, nein, tu es nicht. Nein, halt, nein, stopp, halt, nein, tu es. Ho, ho, pass mit der Säge auf. Ho, wo bist du? Ho, nein, was? Noch nein. Erlaube mir, dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Ich würde dir ein Stück Kuchen anbieten, aber... Du... Kuchenmörder! Alles Gute zum Geburtstag. Furzt du da gerade Feuer? Ich höre jetzt auf, Scheiße zu bauen hier. Sollte lieber. Hast du drei Augen? Ach nee, das sind ja keine Augen. Ja, ich bin hier schon still. Was ist denn hier auf einmal los? Wie läuft's, Liebling? Wow. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Fräulein? Passt der und alles? Jaui! Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Nein? Wow. Da rede und rede ich über deinen Pip-Boy und hätte fast dein Geschenk vergessen. Bitte sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Ich meine nämlich nicht, wenn man nicht nachfragt. Kinder-Baseball-Mütze. Die setzen aber nicht auf. Ist es ein 3000-K-Modell? Warum habe ich euch drei eingeladen? Butch, warum habe ich dich eingeladen? Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach, du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Ja, gnädige Frau. Wir sind nett zu der Lady. Du bist wirklich eine höfliche junge Dame. Es ist wichtig, immer offen seine Meinung zu sagen. Wir könnten hier unten mehr solcher Leute brauchen. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Du bist das Geburtstagskind und musst heute nicht teilen. Was? Cool. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab Hunger und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Das hast du wieder gesehen, du kleiner verfressener Kerl, ne? Ja, den willst du haben, den Kuchen, ne? Dir geb ich fett. Wie wär's, wenn wir teilen eine Hälfte für dich? Eine ist doch fair, oder? Miss Palmer hat gesagt, ich muss nämlich Geburtstag. Krümel dich, Butch, du kannst bei sich das Gebäck nicht haben. Wir können sogar eine garstige Antwort geben. Das tun wir mal. Rede nicht von meiner Mutter, du kleiner Punk. Oh oh. Nein! Gehst du! Haust du! Dieser Tisch wird mich schützen, das ist mein Geburtstag. Mensch, jetzt fang den doch endlich ein, bevor der mich angreift hier. Genau, du schlägst dein Mädchen. Hat er dir wehgetan, Liebling? Ja, hat er. Ganz doll. Er hat mich getreten. Oh, Papa. Jonas? Wer ist der Boss der Gang? Du oder ich? Auf keinen. Wem redest du da? Was ist eigentlich Butchs Problem? Ich fasse es einfach nicht, dass er an deinem Geburtstag einen Streit anfangen wollte. Was für ein Arsch. Ja, das hast du treffend formuliert. Ich weiß auch nicht, was dem sein Problem ist. Hätte Glück, dass Gomez den Kampf stoppte, bevor ich ihn wirklich erwischte. Der Penner hat versucht... Das ist einfach nur genial hier, die Antworten. War mein Fehler. Du weißt vielleicht, Butch wütend, wie man Butch wütend machen... Wie? Ach Gott. War mein Fehler. Du weißt, wie leicht man Butch wütend machen kann. Der Papa ist da auch sehr... Kannst du nicht mit ihm über Butch sprechen? Also, wir wollen ihn jetzt essen, Arsch, aber ja. Nehmen wir das. Genau das habe ich mir gedacht. Ich schicke sie gleich runter. Hey,
Das war Jonas auf der Sprechanlage. Das ist ja richtig wild heute. Wir haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Habt ihr? Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Klaro, ich kann immer abhauen. Hallo, Officer Gomez. Wow, ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Mit denen will ich nicht reden. Es ist wichtig, Kontakt zu den Jungen. Oh nein. Geh weg. Und die folgt mir sogar hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Nein, die ist eine Tür weiter. Das ist übrigens die Mutter von Butch. Warum reden Sie mit mir, als wäre ich fünf? Da kann ich jetzt mal schon an. Nehmen wir das. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Das ist so peinlich. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja. Natürlich. Sorry, dass ich das wegklicke, Internet und YouTube, aber die geht mir extrem auf die Eier. Geh schon. Jonas wartet unten auf dich. Der Aufseher läuft hier rum und ja, Klinik, Reaktor. Wir sollen zum Reaktor und ich bin mir sicher, wir sollten darin nicht herumfummeln. Das ist der Reaktor. Oder ein Teil davon. Hey, moin! Was machst du hier unten, Mädel? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Bin kein Kind. Bin 10 Jahre alt. Halt den Ratschuss her damit. Oh, Papa hat mir erzählt, ja, das können wir die schüchterne Tour, die rabiate Tour oder die beleidigte Tour machen. Das bist du mit Pip-Boy und so weiter. Sieh einer an. Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Meine Überraschung! Ja? Darunter. Was für eine Überraschung? Was ist für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Ist in Ordnung, in einer Vault. Jonas hat es hier unten gefunden. Ja. In schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Na klaro. Du könnt ja keine Kanone abfeuern. Nein, das geht nicht. Wenn wir nicht Ärger mit dem Aufseher bekommen. Nee, das wollen wir nicht. Der ist so schön grillig. Wir haben allerdings eine passende Stelle gefunden. Los. Jaui, Knarre. Nun? Nein! Wie sieht's aus? Du kannst jederzeit... Das ist echt super, danke. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ich muss mich unbedingt auch bei ihm bedanken. Das klang ja jetzt... Ich steck das Gewehr mal... Sonst rutscht mir gleich noch ein Schuss aus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebling. Ich hoffe, du am... Oh, Liebling, wie cool. Vielen Dank, Jonas, das ist echt cool. Hätte gerne richtige Knarre. Das Luftgewehr ist nicht gerade das Gelb vor Ohr. Ich bin einfach nicht besonders scharf auf Schießen. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Ja klar, ich soll etwas umlegen. Ach, er meint die Ziele hier. So sieht's aus. Ist drin! Los geht's! Ist drin! Los geht's! Ist drin! Los geht's! Eine Red-Kakerlake. Wow! Weißt du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Zappel nicht so rum! Das schaffst du schon. Do it! Ein Erfahrungspunkt. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Ja, hey, Jonas, machen wir. Mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger wieder hier. Lächeln.
wurden schon wieder geblendet von einem weißen Licht. 6 Jahre später. Soweit ich sehen kann, bist du eine aufgeweckte, gesunde 16-Jährige. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Wie du meinst, Papa, jetzt könnten wir lügen. Wir wollen Infos. Der generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test, GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Ich weiß es nicht. Sollte es? Müssen wir hier sterben, aber nie rauskommen. Stimmt das, Papa? Wurden wir denn gerettet? Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Über unsere Mutti haben wir noch gar nichts erfahren. Deine Mutter, sie war sehr schön. Aber ihre Schönheit war anders als die, die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz. Sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, Schatz, nimm diese Leistungstests ernst. Scheiße, das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Okay. So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig, also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Okay, ich denke mal, wir hören jetzt auf, ihn zu nerven. Mach's gut, mein Schatz. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Was ganz wichtig ist, wenn ihr Fallout 3 spielt, da ist jetzt nichts drin, hier steht eine Wackelpuppe, die GOAT-Puppen. Die sind überall im gesamten Ödland oder hier halt versteckt. Die müsst ihr mitnehmen. Das ist die andere Version. Wir gehen aber wieder in die Ego-Perspektive und schnappen uns die Medizinpuppe. Jetzt ist unsere Medizinkenntnisse, ich hab's heute wieder, sind jetzt gestiegen. Guten Morgen. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustellen. Ja. Eine Säge. Und das schnappe ich mir. Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Das schnappe ich mir nicht. Das brauchen wir nicht. Computer. Nix. Das brauchen wir auch nicht. Schaut's mir mal hier. Da ist nichts drin. Gut. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Internet und YouTube. Das war's dann erstmal mit heute. Mit Fallout 3 und ja, mit. Es geht da hinten ab. Mit mir und Fallout 3. Und bevor die da jetzt noch weiter zwischenquasseln und ich muss jetzt so ein. Hilfe! Ich muss da jetzt noch mal ein bisschen gegen anquasseln. Bis dann. Internet und YouTube. Bis zum nächsten Mal.
ciao.